So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder ein Wunschvideo. Und wovon? Von Star Wars Universe Sticker Booster. Ich habe mir mal so ein paar besorgt. Was heißt ein paar? Ein paar viele. Also ich könnte einige Videos machen, aber jetzt fange ich erstmal an. Die Star Wars Universe Sticker Booster zu öffnen. Wie gesagt, ist es mal wieder ein Wunschvideo. Und deswegen schreibt ihr mir wieder alles in die Kommentare, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet. Und natürlich, ob ihr sie selber sammelt. Und wenn ihr sie sammelt, wie vollständig euer Stickeralbum schon ist. Ja. Ein paar nette Motive dabei. Oder vielleicht sind hier da draußen auch schon welche, die ihr Stickeralbum schon vollständig haben. Natürlich auch in die Kommentare schreiben. Aber wichtig ist ja sowieso immer nur, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Für die ganze Star Wars Stickertütchen oder Stickermotive. So. Letzte Zeit ja richtig trocken alles. Ah. Aber nichtsdestotrotz. Ihr wisst ja alles, was gemeint ist. Star Wars Sticker Motive. Und das ist ja nur Filmsticker. Deswegen bin ich mal ehrlich, mag ich sie nicht so sehr. Mehr nach weniger hin als nach alles andere. Ich bin immer noch ein Kind der ersten Star Wars Sticker. Die ersten drei Booster-Sammelmappen und die ersten zwei Sticker-Alben. Das war noch Star Wars. Wo noch ein. Oh, der verfolgt mich aber jetzt. Ah, ich sehe schon, verfolgen mich jetzt so einige. Deswegen bin ich auf eure Kommentare gespannt, wie ihr die Serie findet. Oder allgemein die Sticker. Und bei denen es die Sticker-Tütchen noch nicht gibt oder nicht mehr gibt. Das kommt, glaube ich, wohl eher in Frage. Ich versuche natürlich immer unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie auf jeden Fall sicher und bequem bestellen könnt. Die Sticker-Tütchen. Günstiger müsst ihr selber immer schauen, ob es für euch passt. Aber meistens ist das leider so. Ich bin wirklich nicht so begeistert von den Stickermotiven. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Das ist ein schönes Logo. Das werde ich mir, glaube ich, noch woanders hinpacken. Die Nummer 1. Nee, das gefällt mir. Das lege ich mal eine Seite hin. Das kann ich vielleicht woanders für verwenden. Weil das habe ich nur noch nicht gehabt. Aber vielleicht kriege ich es dann auch doppelt. Ja, das war noch ein Film. Unschuldiger Junge zum Pottrennen. So, ein Stickertütchen will ich noch öffnen.
Also das ist es nun. Mein letztes Star Wars Universe Sticker Booster für heute. Allerdings nur für heute. Wenn ihr gerne davon noch mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr die sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich natürlich unter dem Video zu verlinken. Aber wichtig ist wirklich, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und natürlich, ob ihr sie selber sammelt. Ne, ich mag sie immer noch nicht, obwohl ich jetzt wieder mit ein paar Tütchen aufgemacht habe. Also, das war's mal wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar Motive, Sticker-Motive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ansonsten, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.